Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, und wir sind hier im Zimmer von Priscilla. Das ist übrigens auch wunderschön, das fällt mir auf. Sieht schon schick aus. Ja, und müssen jetzt zum Bahnhaus gehen und mit Sigi Reubel sprechen. Machen wir uns mal einen Weg dahin. Und... Ja gut, das ist nicht so weit, dann ich stelle es erstmal zurück, denn ich würde gerne noch was sagen zum Thema Religion und so, was ich angesprochen hatte. Und da hatte nämlich ein Abonnent was Schönes geschickt. Oder was heißt was Schönes geschickt? Ein Kommentar, klar. Ein Link im Kommentar geschrieben. Und ja, da ist sehr viel noch zu sagen eigentlich, meiner Meinung nach. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Insgesamt werde ich wahrscheinlich dazu ein einzelnes Video mal machen, aber so kurz anschneiden würde ich das hier gerne auch nochmal. Das ist wunderschön. Es ist unglaublich. Novigrad gefällt mir richtig gut. Gut, wir gehen zum Badehaus. Wow. Auch hier unten, das ist... Guckt euch das mal an. Also wenn das nicht toll aussieht. Na gut, gehen wir zum Badehaus. Ist da jemand? Aufmachen. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Beschäftigt womit? Beschäftigt? Womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Geralt von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Sigi Reuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Okay. Ich nehme die hier hinten mit der Fackel. Gut, wir haben noch einen Handtuch rum. Wunderbar. Sigi Reuven wartet nebenan. Okay. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht. Hat ihm die Hand abgeschnitten und ihm befohlen, sie der Leiche in den Arsch zu schieben. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt als größere Hand ausgestreckt. Dann hast du Reuvens noch nicht gesehen. Gudrun nennt ihn Uro. Okay. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Geralt von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Reuven kann mich vorstellen, ich bin ein Hexer. Ich muss mit Sigi reden oder geht dich nichts an? Ich schwanke zwischen Reuven kann mich vorstellen und geht dich nichts an. Ich meine, im Endeffekt kann es ihm ja egal sein, wer wir sind. Aber naja, ich bin mal relativ nett noch. Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist ein Hexer.
Derjenige, der erst ein Attentat auf Foltest verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Foltest nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Reuven, oder wie auch immer du dich gerade nennst. Beim letzten Mal hat Geralt mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermalmt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lager hat. Eindringlinge. Sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Ah! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst! Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Du bist ein Arsch. Hurensohn Junior lässt grüßen. Jetzt alle gemeinsam. Tötet den Bastard. Auge um Auge. Okay. Na komm, lass mich doch mal durch. Können wir eigentlich... Können wir irgendwas schnell einsetzen? Okay. Ja. Ich glaube, das wird nichts. Na, da, okay, da ist keiner mehr. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich muss Hurensohn sehend mit ihm reden. Ich glaube nicht, dass ich deine Freunde kenne. Ja, ich sag mal, ich glaube nicht, dass ich deine Freunde kenne. Willst du mich deinen Freunden denn nicht vorstellen? Gut, dass Happen nicht hier ist. Der würde mir für diese Ungehörigkeit den Arsch aufreißen. Francis Bedlam ist dir bekannt. Wem sollte dieser Patron der schönen Künste und Förderer von Unternehmern mit beschränktem Startkapital auch unbekannt sein? Und der Zwerg heißt Carlo Varese, auch als Hacker bekannt. Vorwiegend im Unterhaltungsgeschäft tätig. Okay, ich muss Hurensohn sehen und mit ihm reden. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Soll mir jemand suchen helfen? Privatsache. Es wird schwierig. Es soll mir jemand suchen helfen. Junior soll mir helfen, jemanden zu finden. Hurensohn hat sein ganzes mieses Leben lang noch keinem geholfen. Ich bitte ihn höflich. Siehst du, Hacker, wenn du Junior nicht Onkelficker genannt, sondern höflich gebeten hättest, dann wäre er heute vielleicht gekommen. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte... Hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du? Uralt oder wie auch immer du heißt? Du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Hab dich schon gefunden. wo finden die... Ja, nee, hoffentlich finde ich Junior vor Hacker. Ich muss Hurensohn finden. Sieht aus, als müsste ich auch noch schneller als Hacker sein. Hacker wird ihn nicht so schnell finden. Junior kann sich gut verstecken. Er besitzt Bauernschleue. Sieh an, so spät schon. Viel Glück bei der Suche, Hexer. Ich komme morgen vorbei, Francis. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns.
Okay. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Hört sich nicht gut an. Tut mir leid, das zu hören. Tut mir leid, das zu hören. Es tut dir leid. Dann hat sich's ja geklärt. Jetzt zeig etwas Mitgefühl und dann werde ich bestimmt wie durch ein Wunder gesund. Hör zu, Wolfen. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar. Wo drückt der Schuh? Sprich. Denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sage ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel. Kennen deine Kollegen deine Vergangenheit? Du willst einen Krieg mit Hurensohn vermeiden? Warum? Hurensohn, was macht er? Was besitzt er? Ich würde sagen, kennen deine Kollegen deine Vergangenheit. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Okay, willst du einen Krieg mit Hurensohn vermeiden? Warum? Du und Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visimir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Okay. Hurensohn, was macht er und was besitzt er? Ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Hierarch Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubinring gesetzt und verloren. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen. Obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Wo ist denn sein Haus? Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Ja, ich wollte es nur schon mal wissen. Das Casino, wo ist das? Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Okay, wo finde ich die Arena? Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Dann hört sich ja schon mal Arena nicht schlecht an. Ich sollte mich auf die Suche nach Hurensohn machen. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, aber sei vorsichtig. Hurensohn rechnet zweifellos mit Rache. Danke für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen.
Weißt du, was mit Rittersporn passiert ist? Stehst du in Kontakt mit Radovid vom Meisterspion zum Meisterverbrecher? Interessante Entwicklung. Ich würde sagen, fragen nur nach Rittersporn. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Was ist los? Hast du ein Problem mit Rittersporn? Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Du bezahlst mich doch außerdem, oder? Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Ich weiß nicht, wovon du redest, oder wer hat dir davon erzählt? Ich weiß nicht, wovon du redest. Keine Ahnung, wovon du da redest. Du bist der beschissenste Lügner, den ich kenne. Zum Glück musst du kein Poker für mich gewinnen. Aber genug geredet. Ja, ich zahl dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Möglicherweise. Nicht ja, sondern möglicherweise. Was gibt's denn? Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Okay. Was kommt jetzt? Aha. Bitte folge mir. Okay, bin ich mal... Moment mal, finde das Versteck von Hurensohn Junior, besuche die Arena von Hurensohn Junior und das Casino. Das ist aber nicht die Quest, die ich gerade mache eigentlich, oder? Folge Dijkstra, da haben wir's. Wow. Da bin ich was darunter gefallen. Okay. Ja, kann auch gerne ein bisschen schneller laufen. Habe ich nichts gegen. Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Bart, hör auf damit. Sofort. Bart, Hilfe! Machen Sie von mir, Schatz. Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua. Bart, nicht denken. Bart, nicht denken. Bart, nicht traurig. Wo hast du einen Troll her? Wo hast du den Troll her? Aus Erikanien. Hab ihn gewonnen. In einem Kartenspiel gegen den Kamelhändler. Deine Witze werden immer besser. Lach ich etwa? Ich mein's tot ernst. Bart, sieh im Buckelpferde.
Meister. Sigi bat mit dem Sigi gut. Warum hast du mich hierher gebracht? Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bad bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Kriegst du das nicht auch alleine hin? Warum machst du das nicht selbst? Du hast doch Verbindungen zur Unterwelt. Wozu brauchst du einen Hexer? Das Gold gehört mir nicht allein. Nun, ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Leute, eine Bank für Eingeweihte. Der Grund dafür dürfte klar sein. Ich will nicht, dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden. Also brauche ich jemanden von außen. Woher weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ich weiß es nicht. Ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt. Wenn du einen Fehler machst, verfüttere ich dich an Bart. Bart leid tun. Bart das tun müssen. Na schön, ich werde dir helfen. Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen. Die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Wie viel war es alles wert? Wie viel war das alles wert? Was schätzt du? Wieso zum Teufel interessiert dich das? Geht's dir um den Finderlohn? Versprich dir nicht zu viel. Dafür kenne ich dich doch viel zu gut. Ich weiß nur gern, wonach ich suche. 3 Truhen nilfgaardische Floreen, 1 Truhe mit Smaragden, Rubinen und Topasen, silberne Kerzenhalter und Servierteller und so weiter. Lenzensatsch. Alles weg. Gibt es Zeugen? Hat irgendwer gesehen, was passiert ist? Außer Bart? Nein. Und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt. Tja, und den Dieben. Und oben? Ist am Tag des Raubs irgendwas Ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen? Nein, Happen schwört, es sei ruhig gewesen, wie immer. Die üblichen Kunden, keine Vorfälle. Eine verfluchte Idylle. Sind die Diebe durchs Loch eingedrungen? Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein, aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stand. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Bums, kannst du das näher erklären? Schlechte Pilze? Was meinst du? Wie meinst du das? Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Ja, Bart. Bart Troll. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Böser Troll. Na na. Kopf hoch. Bums. Kannst du das näher erklären? Bums? Kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion.
Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Hast du die Diebe verfolgt? Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fonz. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popspuren eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fonz, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fonz losgelassen und bin wie wild weggerannt. Wie sah dieses Irgendwas aus? Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. War es... Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Okay, ich sehe mich nach Kanalisation um. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Okay. Wo bist du da bloß reingeraten? Wo haben wir jetzt den Trank? Wo haben wir den? Wahrscheinlich unter Questgegenstände, oder? Nicht. Ja. Bin ich gerade irgendwie... Was ist das eigentlich? Nur Strix. Und Berberrohrfrucht. Okay. Ach, da drüben. Ah, okay. Er ist schon hier drin, ne? Jo, genau. 360 Sekunden wirkt, Dauer und 25 von 100 Vergiftung. Okay. Der Rand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen und die Wand auch. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Es ist nach außen? Bedeutet, es wird von innen gesprengt oder... Naja, ich schaue mich mal in der Schatzkammer noch um. Was haben wir hier noch? Ein Skript seit verbessertes Nekrophagenöl und Leinen. Okay, was haben wir hier hinten noch drin? Stumpfes Beil, rostiges Novigrad schwer und 6 Floren. Ja, warum nicht? Der hat genug Geld. Okay. Nichts Interessantes. Haben wir noch irgendwas? Was wird aus Temerien? So. Aber... sieht nicht nach was Großinteressantem aus. Würde ich sagen, wir lesen jetzt eben doch das Buch und dann hänge ich noch kurz ein paar Worte dran, die ich noch sagen wollte. Das werde ich jetzt alles ein bisschen abkürzen. Den Rest verschiebe ich dann mal auf, ja, das Video, was ich dann hoffentlich mal machen werde, zu dem Thema. Und sind hier aber eben noch die Fackel an, wenn ich kann. Scheinbar nicht. Muss doch gehen. Na. Geht doch. Gut. Dann schauen wir uns mal eben das Buch an. Temerien, ein Land, in dem einst Milch und Honig flossen. Womit hat es die Götter so verärgert, dass es so bestraft wurde? Für einige ist Temerien die Perle des Nordens, für andere wiederum eine Galoppstrecke der nilfgaardischen Kavallerie. Ein Land, das zwei Kriege gegen das Kaiserreich überstanden hat. Dort fanden die blutigsten Schlachten statt. In Temerien wurden die schlimmsten Verbrechen begangen,
Es war die temerische Bevölkerung, die den größten Teil der Kriegsschrecken ertragen musste. Und wir haben sie ertragen, mutig und unerschrocken, bis zum Tode unseres großen Beschützers König Foltest. Dann wendete das Schicksal sein Gesicht von Temerien ab. Foltest wurde hinterrücks ermordet und hinterließ Temerien keinen würdigen Nachfolger. Und Temerien wurde von allen möglichen Kötern wie ein Stück Aas zerfleischt. Das Land hatte keine Verbündeten mehr. Niemand erinnerte sich, dass wir einst der Schutzschild des Nordens vor den verrückten Tänzer waren, der die Grabsteine seiner Feinde in den Boden eines Ballsaals hämmern ließ. Jetzt gibt es kein freies und unabhängiges Temerien mehr. Eine Sonne mit dunklem Gesicht ragt über jedem Bollwerk auf. Und doch gibt es noch Temeria. Und es wird sie auch immer geben. Solange die Leute den Glauben nicht verloren haben, muss der Thronräuber, der unsere geliebte Hauptstadt Vizima eingenommen hat und sie wie sein Eigentum behandelt, ängstlich über die Schultern blicken. Denn in den Schatten lauert nicht nur ein Dolch, sondern die Macht eines ganzen Volkes mit Dolchen, das nur darauf wartet, ihm den Stoß der Gerechtigkeit zu versetzen. Ja. Gut, wie gesagt, kurz nochmal was zum Thema. Es hat jetzt nicht mehr wirklich was mit Religion zu tun, da wollte ich eigentlich ein bisschen näher drauf eingehen, wieso ich jetzt von da nach da komme, aber ja, wie gesagt, ich hatte Zeitgeist gesehen, die Doku, und da gibt es so ein schönes Thema, wo ich gedacht habe, das passt irgendwie. Aber was heißt ein schönes Thema? Ich habe mir über das Thema Gedanken gemacht, Erfolg. Was wird denn heutzutage Erfolg gemessen? Oder dass man erfolgreich ist. Also den meisten würde ich eher sagen, durch Geld und durch bekannt, wenn man jetzt Thema YouTube bekannt ist, ja, bekommt man viel Geld und man ist erfolgreich, fertig. Bin ich erfolgreich mit YouTube? Würden viele sagen, eher nicht. Ich habe nicht viele Abos, ich habe nicht viele Klicks, ich bin nicht groß bekannt. Aber was sag ich selber? Ich würde sagen, ja, weil es geht ja nicht, oder mir geht es nicht darum, unbedingt jetzt super viel Geld hiermit zu verdienen oder super bekannt zu werden. Ich weiß gar nicht, ob ich bekannt sein will, ob mich viele Leute kennen sollen, weiß ich gar nicht. Müsste ich mir Gedanken drüber machen. Warum ich erfolgreich bin, oder warum ich denke, dass ich erfolgreich bin, ganz einfach, weil Leute meine Videos schauen und dabei Spaß haben. Das ist eigentlich, was ich erreichen möchte, dass Leute Spaß haben, meine Videos zu gucken. Was mir wiederum mehr Spaß bringt auch. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Und dadurch, dass es Leute gibt, die es schauen, die dabei scheinbar Spaß haben, bin ich erfolgreich. Auch wenn es nicht viele sind. Es steht ja nicht, für mich ist es nicht wichtig, dass es viele sind, sondern nur, dass ich Leuten Spaß bringe, Leuten helfe. In der Richtung, generell. Aber, na gut, ich lasse die jetzt auch nicht zu weit ausweiten lassen. Aber denkt mal generell über das Thema nach. Schaut euch vielleicht auch mal Zeitgeist an. Kann ich nur empfehlen. Ist super. Ihr müsst, noch kurz gesagt, ihr müsst nicht alles glauben, was da gesagt wird. Müsst ihr nicht. Ich habe auch nicht unbedingt alles sofort geglaubt. Wenn ich mir sowas ansehe, bin ich da immer auch mit ein bisschen Abstand dabei und denke mir, ja gut, das kann ich mir vorstellen. Ich bilde mir immer noch meine eigene Meinung. Und das ist auch das Wichtige dabei, finde ich. Man sollte bei keiner Seite sofort alles glauben, was gesagt wird. Man sollte immer ein bisschen hinterfragen und sich überlegen, kann das sein? Ist es für mich logisch? Und im Endeffekt ist es eigentlich nur wichtig, was ihr selber glaubt. Okay, das war ein relativ langes Schlusswort diesmal dann. Ich sage dann aber trotzdem noch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt.